sind wir wieder auf die klare Westseite zurückgekehrt. Wir sind jetzt auf dem Sfulmini oder so ähnlich. Es ist tierisch windig, kalt. Hier kommt jetzt zum Glück Sonne. Und jetzt müssen wir irgendwie hier in diese extrem tiefe, 500 Meter tiefe Schlucht runter. Und da sind Seile. Da an der Ostseite bricht sich die Wand. Da ist das Dreckswetter, hängt fest. Und auf dieser Seite ist es besser. Und jetzt müssen wir irgendwie da runterkommen. Nee, ich meine, der hängt an der Chimatosa fest. Ich hoffe ich. Jetzt geht's ganz steil runter. Die nächste, ultimative Leiter. Und nass. Nass ist sie gleich auch noch. Wie alles hier. Hör mal die Ecke hier, da leckt mir an Sachen. Meine Wahnsinnskulisse. Schaurig schön. Die östliche Seite. Jetzt sind wir an so einem ganz dünnen kleinen Turm. Wie wir da runterkommen sollen, großes Fragezeichen. Schaurig schön hier, wirklich. Stehen wir schon wieder im Windkanal. Da ist so ein ganz kleiner Turm. Der ist senkrecht, keine Ahnung, wie wir da auf der anderen Seite runterkommen sollen. Noch weiter kann es eigentlich nicht gehen. Aber man weiß ja nie. Und so schaut man hier durch. Was eine Landschaft. Da zieht der Dunst hoch. Hab ich auch gedacht. Siehst du 100 Meter hoch. Was eine Leiter. Unverschämte Leiter. So eine. Ja, wir müssen da jetzt hoch. Führt da keinen Weg dran vorbei. Ja, wir haben echt eine Menge Gepäck mit. Hier steht's, die Scala dei Amici, so, jetzt kommt. Die Freundesleiter, 68, jetzt hagelt's wieder, ständig ändert sich das Wetter.